Das 3x3-Projekt ist beendet. Darf ich vorstellen? Serenity, also Gelassenheit. Metamorphose, also Verwandlung. Memory, also Erinnerung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Brigida von Kleeblatt Creations und heute möchte euch etwas genauer Serenity vorstellen. Fertig, eine von drei. Das ist das erste Mal, dass ich meinen Journals einen Namen gegeben habe. Das hier ist Serenity, also auf Deutsch Gelassenheit. Zum einen, weil ich hier auch Papiere genutzt habe aus diesem Set mit diesem Namen und anderen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Name, so. Entspannt. Ihr habt in meinen anderen Videos gesehen, wie ich die Cover oder so ganz kurze Einblicke, wie ich die Cover gemacht habe. So ein Blümchen, das ist so gekämmte Spitze, ein paar Perlen. So sieht das jetzt aus. Da unten sieht man noch den Jellyprint auf Stoff. Und das ist gefärbt mit Distress Oxide und Acrylic Ink. Die Spitze hier etwas schabloniert. Drei Signaturen. Hier einige Papierperlen und so kleine Blättchen. Gebunden wird das mit einer Schleife. Wenn man nicht möchte, muss man keine Schleife binden, kann man einfach so lassen. Das sind zwei Stoffstreifen. Die sind fest angenäht. Und so. Also das hier von vorne quasi. Das ist nur Dekoration, das ist auch alte Spitze. Serenity Set, kaffeegefärbtes Papier. Eine Buchseite. Und da ich in diesem Projekt so mehr Grunge, mehr Mixed Media machen wollte, ist ziemlich viel davon hier in dem Journal zu finden. Das ist mein Jellyprint, also im Original Jellyprint, kein Druck. Eine von meinen pflanzengefärbten Papieren, schabloniert, von einem Buch, auch die andere Seite von diesem pflanzengefärbten Papieren. Eine kleine Eyecatcher auf einigen der Seiten. Ist alles noch ein bisschen steif, das wird sich dann mit der Zeit auch schon flachlegen, so dass man hier ruhig schreiben kann. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt alles so nach unten drücken, aber
Es ist auch hier zwischendurch ziemlich viel Platz, wenn man jetzt noch etwas dekorieren möchte oder schreiben möchte und irgendwelche Blätter oder Notizheftchen reinstecken möchte. Es ist noch Platz genug hier überall. Das sieht so, weil es ziemlich viel dekoriert ist, sieht ziemlich voll aus. Aber wenn ich das drücke, ist noch Platz genug hier. Das ist ein Aquarellbild auf Teebeuteln. Dazu gibt es auch ein Video, wie ich die gemacht habe. Hier einfach so ein Kärtchen zum Schreiben. Eigentlich einige dieser Seiten habe ich schon Videos gemacht. Ich verlinke einfach die Playlist unten. Und wer Interesse hat, kann sich das natürlich anschauen. Das ist aus einem Briefumschlag gemacht. Klar, das ist zum Aufmachen. Um hier noch etwas reinzuschreiben. Das finde ich so schön mit den Farben passend. Also ich mag diese Seite irgendwie besonders gerne. Das ist Berlin übrigens, ein Alt-Berlin. Das sind getrocknete Blumen. Das ist ein Foto von den schlafenden Bäumen, die mir folgen, werden das auch gleich erkennen. Das ist ein Teil mit Magneten. Das ist so ein Notizbüchlein mit einigen Seiten zum Schreiben noch. Und hier ist so ein Magnet, das sind Magneten integriert. Ich habe auch ein Video dazu. Und dann kann man sich das aufhängen auf eigentlich auf welche Seite man das auch immer gerne möchte. Ich habe das erstmal jetzt hier getan. Das kann man rausnehmen, das ist so. Na? Nur so reingesteckt hier. Hier so kleine Eyecatcher auf dieser Seite. Von pflanzengefärbten Papieren, bisschen spitze Fäden hier unten. Und das ist aus einem Buch hier unten. Ist hier so ein Netz, habe ich aufgeklebt. So einige Streifen Papier, Buchseite. Das ist auch Jellyprint. Hier, das ist genäht. Noch einmal Teebeutel.
Das hier habe ich hier natürlich gelassen, wenn man, weil ich finde, dass es zeigt, dass das Teebeutel ist. Wenn man nicht möchte, durfte das leicht abgehen. Ich habe das nicht so fest hier drauf geklebt und dann konnte man das abschneiden. Hier ist so eine doppelte Seite. Die habe ich hier etwas verschönert. Kann man aber so aufmachen. Das ist ein kaffeegefärbtes Papier. Ein Tütchen. Auch nur so ein Blatt zum Aufhängen. Die andere Seite ist ein Tütchen hier. Ich werde hier noch in diese Tütchen so Kleinigkeiten reinstecken, dass man hier das alles noch weiter ausdekorieren kann, wenn man möchte. Jelly Print. Das ist ein Pick. Der ist von beiden Seiten gestaltet. Hier kann man etwas noch reinschreiben. Das Brett zum Schreiben hier drauf gelassen. Und hier auch noch so eine kleine Verschönerung. Hier konnte man eigentlich fast schon etwas einklemmen. So, und das passt hier so schön. Bleibt auch schon gerade drin. Und natürlich, wer das gemacht hat. Ich hoffe, euch gefällt diese Art von Junk Journal, so wie ich die diesmal gemacht habe. Für mich war das etwas meine Komfortzone verlassen, aber es hat auch im Endeffekt sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr happy, wie es geworden ist. Für heute bedanke ich mich, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.